Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Discussing Digital. Bei dieser Vorlage, in der wir in diesem Video einen kurzen Einblick geben werden, geht es um zwei zentrale Sachen. Einerseits geht es um Sicherheit und andererseits um viel Geld. Genauer gesagt geht es um mindestens 18 Milliarden Franken. Gemäss dem Bundesrat sollte der Betrag dafür aufgewendet werden, neue Kampfjets für die Armee zu kaufen und die in Folge instand zu halten. Welche Jets das sein sollten, ist anders als bei früheren Abstimmungen noch nicht explizit festgelegt. Die Gegner der Vorlage rechnen sogar mit Kosten bis zu 24 Milliarden Franken für die gesamte Lebenszeit der Jets. Für die GSOA, also die Gruppe Schweiz ohne Armee, die das Referendum lanciert hat, ist das viel zu viel Geld. Doch was genau sind die Argumente vom Kontralager und was sind die Meinungen der Befürwortenden? Mitglieder der Pro- und Kontra-Komitees präsentieren ihre Argumente in unserem Video. Falls ihr zum Inhalt dieser Vorlage noch mehr wissen wollt, schaut doch zuerst das Erklärungsvideo von EasyBook, das wir auch in der Beschreibung verlinkt haben. Armeebudget finanzieren. Die Schweiz wird noch bis 2030 eine funktionstüchtige Luftwaffe haben. Und nachher sind unsere F-18 so veraltet, dass wir sie nicht mehr einsetzen können. Und darum brauchen wir neue Kampfjets. Wir haben uns entschieden, mit einem Planungskredit das im Volk vorzulegen. Das Volk kann mitbestimmen, ob es in Zukunft eine Luftwaffe will oder nicht. Und ich sage aus Überzeugung ja zu dieser Luftwaffe, weil ich finde, dass auch die Sicherheit aus der Luft muss gewährleistet bleiben muss und dass wir auch in Zukunft eine funktionstüchtige Luftwaffe haben müssen. Ja, das können wir uns leisten, weil wir die 6 Milliarden aus dem Armeebudget nehmen. Das ist ein Zahlungsrahmen über 4 Jahre, der vom Parlament genehmigt wird. Es gibt keine zusätzliche Finanzierung. Und wir finden es ganz wichtig, dass man die Erneuerung der Armee inklusive Kampfjet wirklich mit dem finanzieren kann. Wenn es ein Nein gibt, dann bleibt das Geld so oder so bei der Armee. Das Budget wird wegen dem nicht verkleinert und es kommt nachher auch nicht anderen Bereichen zugute. Wir brauchen Kampfjet für die Sicherheit der ganzen Schweiz zu gewährleisten, ganz besonders die Sicherheit aus der Luft zu gewährleisten. Und unsere Kampfjet, die jetzt im Moment im Einsatz sind, die sind spätestens 2030 so veraltet, dass wir sie nicht mehr einsetzen können und wir dann keine Luftwaffen mehr werden haben. Hallo zusammen, ich bin der Levin Lempert. Ich bin politischer Sekretär von der Gruppe für eine Schweiz ohne Armee und Mitglied vom Referendumskomitee gegen die Beschaffung von neuen Kampfflugzeugen. Ja, um was geht es an dem 27. September, wenn wir über die Kampfflugzeuge abstimmen? Zuerst einmal geht es um viel Geld, um sehr, sehr, sehr viel Geld, und zwar total um 24 Milliarden Schweizer Franken. Die Kampfflugzeuge kosten im Anschaffungspreis 6 Milliarden, auch schon das ist extrem viel Geld. Aber wenn man eben berechnet, wie viel kosten die Kampfflugzeuge über ihre gesamte Lebensdauer an Unterhalt, an Wartung, an Instandsetzung und so weiter, dann kommt man auf die 24 Milliarden Franken. Und das sagen nicht wir vom Referendumskomitee, sondern das zeigen Dokumente von ausländischen Regierungen, die gerade aktuell Kampfflugzeuge beschafft oder in den letzten Jahren beschafft haben. 24 Milliarden Franken, das sind 24'000 Millionen. Das ist unglaublich viel Geld. Und gerade in der aktuellen Corona-Krise ist es höchst fragwürdig, ob wir uns das leisten wollen. Weil aktuell würde es in unseren Augen darum gehen, dass wir die Arbeitsplätze und KMU in diesem Land erhalten, dass wir alles dafür machen, dass unsere Wirtschaft läuft, dass niemand den Job verliert. Plus müssen wir uns um die grossen Herausforderungen der Zukunft kümmern, um den Klimawandel zum Beispiel. Und für das brauchen wir
auch viel Geld. Wenn man aber 24 Milliarden Schweizer Franken für unnötige Luxuskampfjets aus dem Fenster wirft, dann fehlt das Geld an anderen Orten. Weil eins ist klar, jeden Steuerfranken kann man nur einmal ausgeben. Wieso sage ich, dass die Kampfjets unnötig sind? Ich sage das, weil aktuell nur sogenannte Hochleistungskampfjets auf dem Tisch liegen. Kampfjets, die dafür gemacht sind, zum Krieg führen, zum Atombomben auf Moskau tragen und nicht Flugzeuge, die dafür gemacht sind, sondern die eigentlichen Aufgaben, die wichtig sind für die Schweiz, sicherstellen. Wichtig ist nämlich die Luftpolizei, die Luftraumüberwachung, sicherstellen, dass zum Beispiel eine Friedenskonferenz in Genf durchgeführt werden kann. Für das könnte man aber auch leichte Kampfflugzeuge beschaffen, die viel, viel günstiger sind, die ökologischer sind. Und diese Option ist aber gar nicht mal richtig geprüft worden. Darum stimme ich und mit mir das Komitee gegen neue Kampfjets am 27. September nein. Und was passiert, wenn die unterschiedlichen Meinungen aufeinandertreffen? Das erfahrt ihr am Podium an eurer Schule. Außerdem, was ist eure Meinung zu diesen neuen Kampfjets? Sollte die Schweiz das Geld ausgeben, um die Luftsicherheit zu bewahren? Oder sind die diskutierten Milliarden zu viel Geld? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare. Wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr noch mehr Infos zu den Vorlagen braucht, klickt zusätzlich unsere Links in der Videobeschreibung an. Updates und Informationen zu unseren Podien und den da vorgestellten Vorlagen findet ihr natürlich auch auf unseren sozialen Medien. Und natürlich nicht vergessen, liket uns auf Facebook, folgt uns auf Instagram und Twitter und abonniert uns da auf unserem YouTube-Channel.